war in so einem banalen Rahmen. Es ging um wenige Dinge, ein paar hundert D-Mark. Also es ging nur um die sächlichen Dinge, die im Flugzeug geblieben sind. Und da sind von der Lufthansa anstandslos die paar hundert Mark für Jacke oder weiß ich was das war, bezahlt worden. Und so, dass ich also in diesem Bereich zum Glück keine Erfahrung machen musste. Ich habe in dem Moment einfach, das gehört auch dazu, dass ich sagte, ich möchte gerne meine Ruhe wieder, ich möchte mein altes Leben wieder. Dieses Modell, dieses Paket Mogadischu, diese 100 Stunden, die packe ich gut verpackt weg. Die sind zwar mir passiert, aber und ich rede auch darüber und sie gehören zu meinem Leben, aber sie sollen ganz einfach keinen Einfluss haben auf das, was danach mit mir geschieht, jedenfalls bitte keinen negativen Einfluss. Und ja, so ist es auch mit diesem Opferentschädigungsgesetz. Ich habe mich da nicht bemüht.